seht, wir sind jetzt aus dem Trentino raus in Südtirol. Man sieht es schon an den Häusern und an den vielen Balkonen. Ja, nachdem wir heute in Trient gestartet sind, heute Morgen, machen wir als nächstes Zwischenstation in Seis am Schlern. Und natürlich wollen wir auch auf die Seiser Alm, aber das wird ein extra Video werden. Das ist hier erstmal der Ort Seis in den Dolomiten. Ja, Seis am Schlern hat 2000 Einwohner und gehört zur Marktgemeinde Kastelruth, da wo die Spatzen herkommen. Seis liegt etwa 1000 Meter über dem Meeresspiegel am Fuße des Schlern und der Seiser Alm, der größten Hochalm Europas. Und es ist circa, na sagen wir mal 15 Minuten nördlich von Bozen. Schon aufgrund seiner Lage lebt es eigentlich vom Tourismus und von der Bauernwirtschaft. Es gibt viele Hotels, Ferienwohnungen und ist sehr tourismusorientiert. Im Sommer kann man viel wandern und im Winter ist halt Wintersport der erste Sport des Ortes. Und wenn ihr mal hier seid und einen Wanderführer sucht, dann meldet euch vorher bei mir. Ich kann euch einen tollen Wanderführer empfehlen und euch seine Nummer geben. Und Günther, der Wanderführer, der kann euch auch ganz viel von seiner Heimat erzählen. Und der organisiert alles, worauf ihr Lust habt. Schneeschuhwanderung. Und wenn ihr mal hier seid, dann macht mal eine Törgelen-Höfe-Wanderung. Dann zeigt euch Günther, wo es das beste Essen gibt und den besten selbstgebrannten. Und wer etwas sportlicher ist, der kann mit ihm die Hammerwandüberschreitung machen oder die Rosengartenüberschreitung. Kann ich alles empfehlen.